Frau Präsidentin, liebe Kollegen, soweit Sie keine antidemokratischen Träume von einem Oppositionsverbot hegen. Wir behandeln heute mit Jahren Verspätung ein lange bekanntes Problem der Verbuchung von Zinsauf- und Abschlägen bei Anleiheemissionen des Bundes. Bislang wurden diese im Jahr ihrer Entstehung voll verbucht und haben den Haushalt oftmals gehörig durcheinandergebracht. Jetzt hat die Regierung ganz plötzlich einen Weg gefunden, die Kameralistik weitgehend beizubehalten und dennoch diese Agio-Beträge periodengerecht zu verteilen. Soweit, so gut. Diese Änderung ist überfällig. Was an dieser Stelle aber auch gesagt werden muss und was meine Fraktion schon immer wieder thematisiert hat: Schon Finanzminister Scholz hatte über Jahre Einnahmen aus Agios gerne direkt vereinnahmt, ohne jedes System zu hinterfragen. Schlimmer noch, die SPD hat diese aus ihrer heutigen Sicht falsch verbuchten Milliardenbeträge gar noch künstlich aufgebläht. Man hat im Nullzinsumfeld jahrelang Altanleihen mit hohem Zinscoupon ohne Not noch aufgestockt und so den Steuerzahlern auf Jahrzehnte zu hohe Zinszahlungen auferlegt, nur um kurzfristig mit den sofort vereinnahmten Milliardenbeträgen Haushaltslöcher zu stopfen. Scholz und Merkel handelten schon damals nach dem Motto "Nach uns die Sintflut", was inzwischen ja auch zum Leitmotiv der Ampelkoalition geworden ist. Opportunisten aller Farben, vereinigt euch! Es ist bezeichnend, dass diese sinnvolle Umstellung gerade jetzt kommt. Jetzt, da die bisherige Buchungspraxis aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus nun den aktuellen Staatshaushalt belasten würde. Das Timing dieser Änderung ist kein Zufall und die jahrelange Verspätung nicht seriös. Da die Umstellung aber der Sache nach richtig ist, stimmen wir trotzdem zu. Zum Kita-Teil des Gesetzes nur ganz kurz. Der Bund soll mehr zahlen, was dem Grundsatz subsidiärer Verantwortlichkeit eigentlich zuwiderläuft. Ich muss darüber reden, so wie die anderen Redner auch, lieber Herr Kollege. Es ist nicht in Ordnung, mir zu sagen, ich habe keine Ahnung, wenn ich darüber reden muss, über dieses Thema. Und ich glaube, das, was ich hier über subsidiäre Verantwortlichkeit sage, ist durchaus Allgemeinwissen. Also sagen Sie mir bitte nicht, was ich hier zu erzählen habe. Danke. Wir stellen uns der Kita-Finanzierung natürlich nicht in den Weg. Es ist aber völlig klar, das Problem der Kitas ist nicht primär fehlendes Geld, sondern viel zu hohe Einwanderungszahlen und das Hauptbeschäftigungshindernis für Erzieher namens Bürgergeld. Und davon haben wir eine Menge Ahnung, weil wir die Empirie lesen, die Statistik lesen, weil wir die Sprüche Ihres Finanzministers, Ihres Wirtschafts- und Arbeitsministers hören, wie er permanent von den Segnungen des Bürgergelds redet. Und das sind die Ergebnisse hier. Diese Probleme werden hier nicht angegangen. Wieder einmal versucht die Ampel, die Symptome ihrer ideologischen Politik mit Geld zuzudecken, anstatt ihre Lebenslügen anzugehen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Franziska Krumm-Wiede-Steiner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.